Ja, es ist schönes Wetter, es ist toller Sport und es ist hier sehr voll. Und das ist nicht ganz zuletzt wegen der jungen Dame, die wir jetzt hier sehen. Denn die nächste Starterin, das ist Lisa Müller. Und sie gibt zu, sie ist aufgeregt. Sie ist aufgeregt, der Erwartungsdruck ist immer ein bisschen höher. Natürlich ist immer sofort der Satz, die Frau von. Das sparen wir uns hier mal, das wissen Sie nämlich sowieso. Und Lisa Müller geht hier heute das allererste Mal international an den Start. Und jetzt müssen wir, glaube ich, doch einmal kurz den Hut ziehen, vor dieser Kulisse hier in München an den Start zu gehen. Das erste Mal international, so ein bisschen Mut gehört da wirklich dazu. Und sie ist auch noch aufgeregt, weil sie nachher eine Ehrung erhalten wird. Das wissen Sie längst aus der Presse wahrscheinlich. Sie bekommt nachher das goldene Abzeichen. Lisa Müller sitzt im Sattel von Birkhoffs Dave. Er ist 12 Jahre, dieser Württemberger, und gezogen von Denaro und aus einer Rehberg-Mutter von Michaela Sterzer. Zum Schluss ein bisschen Taktverlust in der Linkstraversale. Sie hat hier sehr energisch vorwärts angefangen, konnte das dann in den Traversalen nicht ganz so durchhalten, ne? Nein, da fehlt sicherlich auch noch ein bisschen die Routine, weil ich meine, dass Lisa Müller auch in der U25-Tour sonst mitreitet. Und wie Sie sagten, jetzt auch einer der ersten internationalen Grand Prix und die Kulisse ist schon nicht zu verachten in der Heimat. Da werden auch viele Freunde, Bekannte am Viereckrand stehen. Und das treibt das Adrenalin natürlich schon ein bisschen nach oben. Ja, wir hatten schon etliche junge Mädchen, die aufgeregt gefragt haben, wann wird denn die Lisa Müller geehrt? Also ganz klar, die hat ihren Fanclub hier heute dabei. Und dann will man es natürlich besonders gut machen. Ein Pferd, was totale Anlage für Piaf Passage hatte. Macht schon ein super Bild. Leider in der Piaffe einmal so ein kleiner Haker drin, sonst der auch hervorragende Piaffe eben gezeigt. Also ein richtiger Tänzer auf der Stelle. Das macht auch Spaß, direkt von vorne ins Pferd zu schauen. Man kann richtig sehen, wie schön er im Diagonaltakt durchfußt in der Piaffe. Da war ein Zählfehler drin. Ich hatte natürlich leider wieder den Richter bei E vor mir mit seiner Hütte, aber ja, da war ein Fehler drin. Das sieht man deutlich an den Noten, die sich jetzt leider zwischen 4 und 5,5 bewegen.
Ja, ab und zu hat man das Gefühl, er wird ihr vorne vielleicht noch so ein bisschen zu stark, oder? Ja, er könnte noch etwas mehr bergauf durch den Körper galoppieren. Er nickt so ein bisschen auch auf die Hand. Die Tragkraft müsste auf jeden Fall noch besser werden. Aber sonst schon Pferd mit tollen Möglichkeiten. Sehr schöne Galoppade. Viel Elastik hat er so im Bewegungsablauf. Das ist geradezu bestechend, finde ich. Na, jetzt muss er aber anfangen. Ja, so ist ein bisschen spät angefangen, aber sie kriegte keine halbe Parade durch. Und darum hat sie jetzt später eingesetzt. Sie wird ihr Pferd schon kennen, weil sie eben auch weiß, dass er so ein bisschen vielleicht auf die Hand drückt und wollte unbedingt erstmal ihn wieder ins Gleichgewicht bringen, aber er mochte erst nicht reagieren. Und darum etwas spät eingesetzt für die Einer, dafür aber die Einer gelungen. Noch ein bisschen groß, die Rechtspirouette. Linke war besser. Ja, schon richtig Power nach vorne. Wenn er das jetzt noch einen Tick mehr hinten tragen und noch vorne so ein bisschen lässiger wäre, wäre es noch schöner. Ja. Aber das kann ja über die Saison jetzt noch alles kommen, denn wenn wir hier sehen, in der Passage, da hebt er sich auch viel schöner an und gibt ein tolles Seitenbild. Das ist schon ein Pferd mit sehr viel positiver Energie und Ausstrahlung. Ja, da kriegst du auch 8 für die Passage, 2 ja, von den Seitenrichtern. Ja, leider hat die Piaffe voll den Punkt überritten. Das ist so schade, eine schöne Piaffe, aber nicht am Punkt. Seitenrichter bewerten das natürlich auch. Ja, was sagen wir? Das internationale Debüt? Gut, sehr gut. Tolles Pferd, tolles Paar, schön sitzende Reiterin. Da wird sich über die Zeit, über dieses Jahr sicherlich durch Routine auch etliches noch nach oben bewegen. Da bin ich mir ganz sicher. Das war Lisa Müllers erster internationaler Auftritt. Ja, wir können uns das jetzt natürlich einbilden, aber ich glaube schon, dass ihr da ein kleiner Stein vom Herzen rollt. Und sie lacht und ihr Mann, der steht da vorne. Wird man natürlich jetzt gern mal wissen, aber ich denke mir mal, der ist auch mächtig stolz auf seine Lisa. Lisa Müller und Mirko Steif. Das Ergebnis von Casey Ferry und Roscoe Blocks Scarlett ist bestätigt, 67,76%. Wir werfen vor der letzten Starterin mal einen ganz kurzen Blick aufs Ranking. Es führt Dorothy Schneider mit Saint-Emilion noch immer mit 73,84. Die haben sich schon ganz schön da vorne an der Spitze festgesetzt. Zweiter Steffen Peters, dritte Jessica von Bredow-Werndl. Und wir haben das Ergebnis für Lisa Müller und Birko Steif, 65,92%.